Hallo, ich bin Benjamin und ich lese euch heute das erste Kapitel aus einem Buch vor, das der amerikanische Autor Frank Herbert 1965 geschrieben hat. Es ist verfilmt worden und es gibt 5 Fortsetzungen, die später erschienen sind. Das Buch trägt im englischen Original den Titel Dune. Der deutsche Titel heißt Der Wüstenplanet. Das Buch besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil, der Wüstenplanet, der zweite Teil, Muad'Dib und der dritte Teil, der Prophet. Ich beginne mit dem Zitat bzw. mit der Widmung, die dem Buch vorangestellt ist und starte dann mit dem ersten Teil, der Wüstenplanet und dem ersten Kapitel. Viel Spaß! Jene, deren Arbeit über das Reich der Ideen hinaus in das der wirklichen Dinge geht, den Trockenlandökologen, wo und wann immer sie tätig sind. Ihnen ist dieser Versuch einer Vorhersage aller Bescheidenheit und Bewunderung gewidmet. Der Wüstenplanet. Gerade zu Beginn muss man größte Achtsamkeit darauf verwenden, alles ins richtige Verhältnis zu setzen. Das weiß jede Schwester der Bene Gesserit. Wenn du also damit beginnst, das Leben von Muad'Dib zu studieren, achte darauf, ihn zunächst in seiner Zeit zu verorten. Geboren im 57. Jahr des Padischah-Imperators Shaddam IV. Und achte besonders darauf, Muad'Dib räumlich zu verorten, auf dem Planeten Arrakis. Lass dich nicht davon täuschen, dass er auf Caladan geboren wurde und dort die ersten 15 Jahre seines Lebens verbrachte. Arrakis, den man auch den Wüstenplaneten nennt, wird immer der mit ihm verbundene Ort sein. Aus Handbuch des Muad'Dib von Prinzessin Irulan. In der Woche vor ihrem Abflug nach Arrakis, als die Hektik der letzten Reisevorbereitungen ein fast unerträgliches Maß erreicht hatte, kam eine Greisin die Mutter des jungen Paul besuchen. Es war ein warmer Abend auf Schloss Caladan und dem uralten Steinhaufen, der der Familie Atreides seit 26 Generationen ein Zuhause bot, haftete der leichte Geruch von abgekühltem Schweiß an, der einen Wetterumschwung ankündigte. Die alte Frau wurde einen Wetterumschwung ankündigte. Die alte Frau wurde durch eine Seitentür am Ende des Gewölbes eingelassen, von dem Pauls Zimmer abging, und für einen Moment durfte sie zu ihm hineinspähen, während er dort in seinem Bett lag. Im Zwielicht einer Schweblampe, die gedimmt in Bodennähe hing, sah der erwachte Junge an der Tür eine ausladende Frauengestalt, die schräg vor seiner Mutter stand. Die alte Frau war ein hexengleicher Schatten, mit Haaren wie verfilzten Spinnweben um das verdunkelte Gesicht, aus dem die Augen wie Edelsteine hervorblitzten. »Ist er nicht etwas klein für sein Alter, Jessica?« fragte die Alte. Ihre Stimme schnarrte wie ein schlecht gestimmtes Balisett. Pauls Mutter antwortete mit ihrer sanften Altstimme, »Es ist bekannt, dass die Atreides spät zu ihrer vollen Größe heranwachsen, Ehrwürden.« »Das hörte ich schon«, schnarrte die Alte. »Aber er ist bereits 15.« »Ja, Ehrwürden.« »Er ist wach und hört uns zu«, sagte die Alte. »Verschlagener kleiner Schlingel«, sie keckerte. »Aber wer von edlem Geblüt ist, muss verschlagen sein. Und wenn er wirklich der Kwisatz Haderach ist, nun...« In den Schatten seines Bettes hielt Paul die Lider einen Spalt breit geöffnet. Die Vogelaugen der Alten schienen sich zu 2 leuchtend hellen Ovalen auszudehnen, während sie ihm ins Gesicht starrten. »Schlaf gut, verschlagener kleiner Schlingel«, sagte die Alte. »Morgen, wenn du dich meinem Gom Jabbar stellen musst, wirst du all deine Fähigkeiten brauchen.« Und damit verschwand sie,
schob seine Mutter zu Schloss sie mit einem festen, dumpfen Laut hinter sich. Paul lag wach und fragte sich, was ist ein Gom-Jabba? Bei aller Unruhe in dieser Zeit der Veränderung war ihm noch nichts so Seltsames wie diese Alte begegnet. Ehrwürden. Und die Art, wie sie seine Mutter Jessica wie eine gewöhnliche Dienstbotin angesprochen hatte und nicht als das, was sie war, eine Dame der Bene Gesserit, Konkubine eines Herzogs und Mutter des herzoglichen Erben. »Ist der Gom-Jabba etwas von Arrakis, wovon ich erfahren muss, bevor wir dorthin aufbrechen?« überlegte er. Mit den Lippen formte er ihre seltsamen Worte nach. »Gom-Jabba, Kwisatz Haderach.« Es gab so viel zu lernen. Das Leben auf Arrakis würde sich so sehr von dem, dass Paul schon jetzt der Kopf schwirrte, von all dem Wissen, das er aufgenommen hatte. Arrakis, der Wüstenplanet. Tufir Habat, der Assassinenmeister seines Vaters, hatte es ihm erklärt. Ihre Todfeinde, die Harkonnen, waren 80 Jahre lang auf Arrakis gewesen und hatten den Planeten im Rahmen eines Vertrags mit der Mafea-Gesellschaft mehr oder weniger als Lehen gehalten, um dort das geriatrische Gewürz Melange abzubauen. Nun räumten die Harkonnen ihren Posten und wurden vom Haus der Atreides abgelöst, die als echte Lehnsherren auftraten. Anscheinend ein Sieg für Herzog Leto. Doch Habat hatte gesagt, dass gerade dieser Anschein die tödlichste Gefahr barg, denn Herzog Leto war beliebt bei den großen Häusern des Landsrats. Der Beliebte weckt die Eifersucht der Mächtigen, hatte Habat gesagt. Arrakis, der Wüstenplanet. Paul schlief ein und träumte, er sei in einer Höhle auf Arrakis, umgeben von schweigenden Menschen, die sich im schwachen Schein von Leuchtgloben bewegten. Alles wirkte ernst und feierlich wie in einer Kathedrale, und er lauschte einem leisen Geräusch, dem Tröpfeln von Wasser. Noch während er träumte, wusste Paul, dass er sich nach dem Erwachen an den Traum erinnern würde. An die Träume, die ihm die Zukunft zeigten, erinnerte er sich immer. Der Traum verblasste. Paul erwachte und fand sich in seinem warmen Bett wieder, denkend, denkend. Diese Welt von Schloss Caladan, wo es keine Spiele und auch keine Spielgefährten in seinem Alter gab, verdiente es vielleicht nicht, dass man ihr nachtrauerte. Sein Lehrer Dr. Yue hatte angedeutet, dass man auf Arrakis das Vorfreluchs-Klassensystem nicht besonders streng einhielt. Der Planet beherbergte Menschen, die ohne einen Kite oder Bashar, der sie befehligte, am Rande der Wüste lebten. Sandirwische, Fremen genannt, die in keiner Volkszählung des imperialen Regats auftauchten. Arrakis, der Wüstenplanet. Als Paul merkte, wie angespannt er war, wandte er eine der Geist-Körper-Techniken an, die ihm seine Mutter beigebracht hatte. Drei rasche Atemzüge lösten die gewünschten Reaktionen aus. Er fiel in einen Zustand freischwebender Aufmerksamkeit, Fokussierung des Bewusstseins, Weitung der Aorten, die unscharfen Automatismen des Geistes meiden, sich aus freien Nahrung, Sicherheit, Freiheit erlangt man nicht durch den Instinkt allein. Das tierische Bewusstsein geht nicht über den gegenwärtigen Moment hinaus, noch erfasst es den Gedanken, dass seine Beute aussterben könnte. Das Tier zerstört, ohne zu schaffen. Tierische Genüsse sind dem Gespür verhaftet und entziehen sich der Wahrnehmung. Der Mensch benötigt ein Hintergrundraster, durch das er sein Universum betrachten kann. Körperliche Ganzheitlichkeit folgt aus einem Nervenblutfluss, der dem tiefstmöglichen Bewusstsein für die Bedürfnisse der Zellen gehorcht. Alle Dinge, Zellen und Geschöpfe sind von begrenzter Dauer. Strebe nach einem inneren Flussgleichgewicht. Immer wieder spulte sich die Lektion in Pauls Zustand freischwebender Aufmerksamkeit ab. Als das gelbe Licht der Morgendämmerung das Fensterbrett berührte,
spürte er es durch die Er öffnete die Augen, hörte, wie das geschäftige Treiben im Schloss von neuem losging, sah die vertrauten Lichtmuster an der Schlafzimmerdecke. Die Tür zum Flur öffnete sich und seine Mutter blickte zu ihm herein. Ihr matt bronzefarbenes Haar wurde von schwarzen Bändern zusammengehalten. Ihre grünen Augen sahen ihn ernst an, ihr ovales Gesicht verriet keine Gefühle. »Du bist wach«, sagte sie. »Hast du gut geschlafen?« »Ja.« Er betrachtete ihre hochgewachsene Gestalt, bemerkte die Spur von Anspannung in ihren Schultern, als sie ihm Kleider aus dem Schrank herauslegte. Einem anderen wäre wohl nichts aufgefallen, doch ihn hatte sie in den Künsten der Bene Gesserit unterwiesen, in der Beobachtung kleinster Details. Sie drehte sich um und hielt ihm eine vergleichsweise förmliche Jacke hin. Über der Brusttasche prangte das rote Falkenwappen der Atreides. »Schnell zieh dich an«, sagte sie. »Die ehrwürdige Mutter wartet.« »Ich habe einmal von ihr geträumt«, sagte Paul. »Wer ist sie?« »Sie war meine Lehrerin an der Bene Gesserit-Schule. Jetzt ist sie die Wahrsagerin des Imperators. Und Paul«, Jessica hielt einen Moment lang inne, »du musst ihr von deinen Träumen erzählen.« »Das werde ich. Haben wir Arrakis wegen ihr bekommen?« »Wir haben Arrakis nicht bekommen.« Jessica schnippte ein Staubkorn von einer Hose und hängte sie zusammen mit der Jacke an den stummen Diener neben Pauls Bett. »Beeil dich, wir wollen die ehrwürdige Mutter nicht warten lassen.« Paul setzte sich auf und schlang die Arme um die Knie. »Was ist ein Gom Jabbar?« Einmal mehr offenbarte ihm die Ausbildung, die sie ihm hatte zukommen lassen, ihr fast unmerkliches Zögern. Eine verräterische Nervosität, aus der er Angst herauslas. Jessica trat ans Fenster, zog die Vorhänge weit auf und blickte über die Obstgärten am Fluss hinweg zum Berg Siubi. »Du wirst früh genug etwas über den Gom Jabbar erfahren«, sagte sie. Es verwunderte ihn, Furcht in ihrer Stimme zu hören. Ohne sich umzudrehen, sprach Jessica weiter. »Die ehrwürdige Mutter wartet in meinem Morgenzimmer. Bitte beeil dich.« Die ehrwürdige Mutter, Gaius Helen Moyam, saß in einem verzierten Sessel und beobachtete, wie sich Mutter und Sohn näherten. Durch Fenster zu beiden Seiten konnte man den gewundenen Fluss im Süden und die grünen Äcker der Atreides-Ländereien sehen. Doch die ehrwürdige Mutter verschwendete keinen Gedanken an die Aussicht. An diesem Morgen spürte sie ihr Alter in den Knochen und war mehr als nur ein wenig missgelaunt. Sie gab der Raumreise und dem Umgang mit diesen abscheulichen, hintertriebenen Leuten von der Raumgilde die Schuld. Doch dies war eine Mission, die die persönliche Aufmerksamkeit einer Bene Gesserit mit dem Gesicht verlangte. Selbst die Wahrsagerin des Padishah-Imperators konnte sich dieser Verantwortung nicht entziehen, wenn sie gerufen wurde. »Diese verfluchte Jessica«, dachte die ehrwürdige Mutter, »wenn sie uns doch nur ein Mädchen geboren hätte, wie man es ihr befohlen hatte.« Jessica blieb 3 Schritte von ihrem Sessel entfernt stehen und machte einen kleinen Knicks, nicht mehr als eine leichte Bewegung der Linken an ihrem Rocksaum entlang. Paul verneigte sich auf die knappe Art, die sein Tanzlehrer ihm für Gelegenheiten beigebracht hatte, bei denen du dir über den Rang deines Gegenübers unsicher bist. Feinheiten von Pauls Begrüßung entgingen der ehrwürdigen Mutter nicht. Sie sagte, »Dein Junge ist vorsichtig, Jessica.« Jessicas Hand wanderte zu Pauls Schulter und umfasste sie fest. Einen Herzschlag lang spürte er die Angst, die in ihr pulsierte. Dann hatte sie sich wieder unter Kontrolle. »So hat man es ihm beigebracht, Ehrwürden.« »Wovor fürchtet sie sich?«, fragte sich Paul. Die Alte beäugte Paul mit einem raschen Gestaltblick. Ein ovales Gesicht wie das von Jessica, aber kräftige Knochen. Das Haar? Schwarz-schwarz, wie die des Herzogs, aber mit dem Haaransatz des Großvaters mütterlicherseits, dessen Name nicht genannt werden darf. Die schmale, hochmütige Nase, die Form der sie direkt anblickenden grünen Augen, wie der alte Herzog,
der Großvater väterlicherseits, der Tote. Das war ein Mann, der wusste, wie man mit Kühnheit beeindruckt, bis in den Tod, dachte die ehrwürdige Mutter. Jemandem etwas beizubringen ist eine Sache, sagte sie, aber die grundsätzliche Anlage ist etwas anderes. Wir werden sehen. Ihr kalter Blick traf Jessica. Lass uns allein. Ich weise dich an, die Meditation des inneren Friedens durchzuführen. Jessica nahm die Hand von Pauls Schultern. Jessica, du weißt, dass es getan werden muss. Verwirrt sah Paul zu seiner Mutter auf. Jessica straffte sich. Ja, natürlich. Paul blickte zur ehrwürdigen Mutter. Die Höflichkeit seiner Mutter und ihre offensichtliche Ehrfurcht vor dieser alten Frau rieten zur Vorsicht. Doch gleichzeitig verspürte er angesichts der Angst, die seine Mutter ausstrahlte, Wut und Bangigkeit. Paul, Jessica holte tief Luft. Diese Prüfung, der du gleich unterzogen wirst, sie ist sehr wichtig für mich. Prüfung? Er hob den Blick zu ihr. Vergiss nie, dass du der Sohn eines Herzogs bist, sagte Jessica. Sie wirbelte herum und schritt mit raschelndem Rock aus dem Zimmer. Die Tür schlug schwer hinter ihr zu. Paul sah die Alte an und hielt seinen Zorn im Zaum. Entlässt man die Lady Jessica etwa wie ein einfaches Dienstmädchen? Ein Lächeln umspielte den faltigen alten Mund. An der Schule war die Lady Jessica 14 Jahre lang mein Dienstmädchen. Sie nickte. Und sie hat ihre Arbeit gut gemacht. Und jetzt kommst du her. Der Befehl traf ihn wie ein Peitschenschlag. Paul stellte fest, dass er gehorchte, ehe er darüber nachdenken konnte. Sie setzt die Stimme gegen mich ein, dachte er. Ein Wink von ihr brachte ihn zu ihren Füßen zum Stehen. Siehst du das? Fragte sie. Sie zog einen grünen Metallwürfel von etwa 15 cm Kantenlänge aus den Falten ihres Kleids. Sie drehte ihn, und Paul sah, dass eine Seite offen war. Ein schwarzes und seltsam furchteinflößendes Loch. Kein Licht drang in diese Schwärze. Steck die rechte Hand hinein, sagte sie. Angst durchzuckte Paul. Er wollte zurückweichen, doch die Alte sagte, »Gehorchst du so deiner Mutter?« Er sah in ihre glitzernden Fugen. Dann, einem unwiderstehlichen Zwang folgend, steckte Paul die Hand in den Würfel. Er spürte Kälte, als die Schwärze sich um sie schloss, und dann glattes Metall an den Fingern und ein Kribbeln, als schliefen ihm der Arm ein. Die Züge der Alten nahmen etwas Raubtierhaftes an. Sie löste ihre rechte Hand von dem Würfel und hielt sie dicht an Pauls Hals. Er sah Metall aufblitzen und wollte den Kopf wenden. »Halt!« blaffte sie. »Sie benutzt wieder die Stimme.« Er blickte ihr ins Gesicht. »Ich halte dir den Gomjabar an den Hals«, sagte sie. »Der Gomjabar, der rücksichtslose Feind.« Eine Nadel mit einem Tropfen Gift an der Spitze. Weiche nicht zurück, sonst wirst du das Gift zu spüren bekommen. Mit Zahnfleisch um die silbernen Metallzähne, die aufblitzten, wenn die Alte sprach. Natürlich kennt sich der Sohn eines Herzogs mit Giften aus, sagte sie. So ist das heutzutage, nicht wahr? Moschum, ein Gift in einem Getränk. Ormus. Ein Gift in einer Speise. Die schnell wirkenden, die langsamen und die dazwischen. Jetzt lernst du ein neues Gift kennen, den Gomjabar. Er tötet nur Tiere. Sein Stolz ließ Paul die Angst überwinden. Sie wagen es anzudeuten, dass der Sohn eines Herzogs ein Tier ist? Sagen wir, ich deute an, dass du vielleicht ein Mensch bist, erwiderte sie. Ruhig. Ich warne dich. Versuche nicht, dich loszureißen. Ich mag alt sein,
aber meine Hand kann diese Nadel in deinen Hals treiben, ehe du mir essen. Ich mag alt sein, aber meine Hand kann diese Nadel in deinen Hals treiben, ehe du mir entkommst. Wer sind sie? Flüsterte er. Mit welchem Trick haben sie meine Mutter dazu gebracht, mich mit ihnen allein zu lassen? Gehören sie zu den Harkonnen? Den Harkonnen? Liebe Güte, nein! Und jetzt sei still. Ein trockener Finger berührte seinen Hals und er unterdrückte den unwillkürlichen Drang, zurückzuzucken. Gut, sagte sie dann. Den ersten Teil der Prüfung hast du bestanden. Nun erfährst du, wie der zweite abläuft. Wenn du deine Hand aus dem Kasten ziehst, stirbst du. Das ist die einzige Regel. Lass die Hand im Kasten und lebe. Zieh sie heraus und stirb. Paul holte tief Luft, um sein Zittern zu besänftigen. Wenn ich schreie, dann sind sie innerhalb einer Sekunde meine Bediensteten hier. Und dann sterben sie. Deine Bediensteten werden nicht an deiner Mutter vorbeikommen, die vor der Tür Wache hält. Darauf kannst du dich verlassen. Deine Mutter hat diese Prüfung überlebt. Jetzt bist du an der Reihe. Du kannst dich geehrt fühlen. Wir führen sie bei Männerkindern nur selten durch. Nun ließ die Neugier Pauls Angst auf ein erträgliches Maß schrumpfen. Er hörte der Stimme der Alten an, dass sie die Wahrheit sagte. Wenn seine Mutter draußen Wache hielt, wenn das hier wirklich eine Prüfung war, worum auch immer es sich handelte, er wusste, dass er nicht entrinnen konnte. Die Hand an seinem Hals hielt ihn gefangen, der Gom Jabbar. Er erinnerte sich an die Litanei gegen die Angst, wie sie ihn seine Mutter gemäß des Ritus der Bene Gesserit gelehrt hatte. Angst tötet den Geist. Die Angst ist der kleine Tod, der die völlige Vernichtung bringt. Ich werde mich meiner Angst stellen. Ich werde sie über mich hinweg und durch mich hindurchlassen. Und wenn sie vorübergezogen ist, dann richte ich mein inneres Auge auf den Weg, den sie genommen hat. Wo die Angst vorübergezogen ist, wird nichts mehr sein. Nur ich werde noch da sein. Er spürte neue Gelassenheit und sagte, »Dann machen Sie weiter, alte Frau.« »Alte Frau«, zischte sie, »Mut hast du, das lässt sich nicht abstreiten.« »Nun, wir wollen sehen, Sirra.« Sie beugte sich vor und sprach beinahe im Flüsterton, »Du wirst Schmerz in deiner Hand in dem Kasten spüren. Schmerz. Aber wenn du die Hand herausziehst, dann berühre ich deinen Hals mit dem Tod, der so rasch kommt wie das Beil des Scharfrichters. Ziehst du deine Hand heraus, dann holt dich der Gom Jabbar. Hast du verstanden?« »Was ist in dem Kasten?« »Schmerz.« Als das Kribbeln in seiner Hand zunahm, presste er die Lippen fest aufeinander. »Was für eine Prüfung soll das sein?« fragte er sich. Das Kribbeln wurde zu einem Jucken. Die Alte sagte, »Hast du davon gehört, dass es Tiere gibt, die sich ein Bein abkauen, um einer Falle zu entkommen? Das ist ein Verhalten für ein Tier. Ein Mensch würde in der Falle bleiben, den Schmerz ertragen und sich totstellen, so dass er den Jäger vielleicht töten und eine Bedrohung für seine Artgenossen beseitigen kann.« Das Jucken wurde zu einem ganz leichten Brennen. »Warum tun sie das?« fragte er. »Um festzustellen, ob du ein Mensch bist. Sei still.« Paul ballte die linke zur Faust, als das Brennen in der anderen Hand zunahm. »Mehr Hitze. Mehr und mehr und mehr.« Er spürte, wie sich ihm die Fingernägel seiner freien Hand ins Fleisch gruben. Er versuchte, die Finger der brennenden Hand zu bewegen, doch sie waren wie erstarrt. »Es brennt«, flüsterte er. »Schweig!« Schmerz pulsierte in seinem Arm. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Jede Faser seines Körpers schrie danach, die Hand aus dieser Feuergrube zu ziehen, aber da war der Gom Jabbar. Ohne den Kopf zu drehen, bewegte er die Augen, um die schreckliche Nadel an seinem Hals zu sehen. Er merkte, dass sein Atem stoßweise ging, doch sein Versuch, ihn zu beruhigen, blieb erfolglos. Schmerz.
alles verblasste, bis Pauls Welt nur noch aus seiner von Qualen alles verblasste, bis Pauls Welt nur noch aus seiner von Qualen umspülten Hand und dem uralten Gesicht bestand, das ihn aus wenigen Zentimetern Entfernung anstarrte. Seine Lippen waren so trocken, dass er sie kaum auseinander bekam. Das Brennen, das Brennen. Er meinte zu spüren, wie sich die Haut schwarz von der gepeinigten Hand schälte, wie das Fleisch knisternd zerstob, bis nur noch verkohlte Knochen übrig waren. Und dann vorbei. Als wäre ein Schalter umgelegt worden, war der Schmerz vorbei. Paul spürte das Beben seines rechten Arms, spürte seinen schweißgebadeten Leib. »Es reicht«, brummte die Alte. »Kul wahat. Kein Frauenkind hat je so viel ertragen. Vermutlich wollte ich, dass du scheiterst.« Sie lehnte sich zurück und nahm den Gomjabar von seinem Hals. »Zieh deine Hand aus dem Kasten, junger Mann, und sieh sie dir an.« Er unterdrückte ein Schaudern des Schmerzes und starrte in die lichtlose Leere, in der seine Hand, wie es schien, verweilen wollte. Jeder Augenblick war von der Erinnerung an den Schmerz durchdrungen. Er rechnete damit, nichts als einen verkohlten Stumpf aus dem Kasten zu ziehen. »Los«, zischte sie. Paul riss seine Hand aus dem Kasten und starrte sie verblüfft an. Sie war unversehrt. Das Fleisch zeigte keine Spur von seinen Qualen. Er hielt sie hoch, drehte sie und bewegte die Finger. »Schmerz durch Nerveninduktion«, erklärte die Alte. »Schließlich können wir nicht einfach so menschliches Potenzial verstümmeln. Es gibt Leute, die für das Geheimnis dieses Kastens viel...« Sie ließ ihn zurück in die Falten ihres Gewands gleiten. »Aber der Schmerz«, sagte er. »Schmerz«, schnaubte sie. »Ein Mensch kann mit seinem Willen jeden Nerv in seinem Körper außer Kraft setzen.« Pauls linke Hand tat ihm weh. Er öffnete die verkrampften Finger und betrachtete die vier blutigen Male, wo sich die Fingernägel in die Haut gebohrt hatten. Dann ließ er die Hand sinken und sah die Alte an. »Das haben Sie auch meiner Mutter angetan?« »Hast du jemals Sand gesiebt?«, fragte sie. Der plötzliche Themenwechsel versetzte seinen Verstand in einen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit. »Sand gesiebt?« Er nickte. »Wir Bene Gesserit sieben Leute, um die Menschen unter ihnen zu finden.« Paul hob die rechte Hand und beschwor die Erinnerung an. »Und weiter ist nichts dabei? Nur Schmerz?« »Ich habe dich beobachtet, während du Schmerzen gelitten hast, Junge. Schmerz ist lediglich die Achse des Tests. Deine Mutter hat dir von verschiedenen Möglichkeiten des Beobachtens erzählt. Ich sehe ihre Lehren in dir. Unsere Prüfung besteht aus Krise und Beobachtung.« An ihrem Tonfall war etwas, das ihren Worten absolute Glaubwürdigkeit verlieh. »Das ist die Wahrheit«, murmelte Paul. Die Alte musterte ihn. »Er spürt die Wahrheit. Ist er vielleicht tatsächlich der eine?« Sie erstickte ihre Aufregung im Keim und gemahnte sich: »Hoffnung vernebelt die Beobachtungsgabe. Du weißt, wenn jemand das, was er sagt, glaubt«, bemerkte sie. »Ja, das weiß ich.« Aus seiner Stimme klang das, das er durch langjähriges Training erlangt hatte. Sie hörte diese Färbung und sagte: »Vielleicht bist du der Kwisatz Haderach. Setz dich, kleiner Bruder, hier zu meinen Füßen.« »Ich stehe lieber.« »Deine Mutter saß früher zu meinen Füßen.« »Ich bin nicht meine Mutter.« »Du hast uns, nicht wahr?« Die ehrwürdige Mutter blickte zur Tür und rief: »Jessica!« Die Tür flog auf und Jessica starrte mit kaltem Blick ins Zimmer. Aber die Kälte wich, als sie Paul sah. Sie brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Jessica, hast du jemals aufgehört, mich zu hassen?«, fragte die Alte. »Ich liebe sie und hasse sie zugleich«, erwiderte Jessica. »Der Hass
errührt von Schmerzen, die ich nie vergessen kann. Die Liebe, sie ist, bleib bei den Fakten. Liebe, sie ist, bleib bei den Fakten, sagte die Alte, doch ihre Stimme war sanft. Du darfst nun hereinkommen, aber schweig. Schließ die Tür und sorg dafür, dass uns niemand stört. Jessica trat ein, schloss die Tür und blieb mit dem Rücken zu ihm stehen. Mein Sohn lebt, dachte sie. Mein Sohn lebt und ist ein Mensch. Ich wusste, dass er einer ist, aber dennoch, er lebt. Jetzt kann auch ich weiterleben. Die Tür in ihrem Rücken fühlte sich fest und real an. Alles im Zimmer kam ihr unmittelbar vor und drang auf ihre Sinne ein. Mein Sohn lebt. Paul sah seine Mutter an und dachte, sie hat die Wahrheit gesagt. Er wollte allein sein und dieses Erlebnis in Ruhe durchdenken, aber er wusste, dass er erst gehen konnte, wenn man ihn entließ. Die Alte hatte Macht über ihn. Sie haben die Wahrheit gesagt. Auch seine Mutter hatte sich dieser Prüfung unterzogen. Sie musste einer furchtbaren Bestimmung dienen, denn auch Schmerz und Angst waren furchtbar gewesen. Er wusste, was er mit furchtbaren Bestimmungen auf sich hatte. Sie liefen aller Wahrscheinlichkeit zuwider. Sie fanden ihre Notwendigkeit in sich selbst. Paul spürte, dass er mit einer furchtbaren Bestimmung infiziert worden war. Nur wusste er noch nicht, um was für eine Bestimmung es sich handelte. Eines Tages, Junge, sagte die Alte, wirst auch du draußen vor einer Tür wie dieser stehen. Das verlangt einiges. Paul blickte auf die Hand, die den Schmerz erfahren hatte, und dann wieder zur ehrwürdigen Mutter. Der Klang ihrer Stimme war in einer Hinsicht anders, die er kannte. Die Worte waren von einem leuchtenden Schein umgeben, so dass ihre Umrisse klar hervortraten. Er spürte, dass ihm jede Frage, die er ihr stellen würde, eine Antwort bescheren konnte, die ihn aus seiner fleischlichen Welt in etwas Größeres heben würde. »Warum suchen Sie nach Menschen?«, fragte er. »Um euch zu befreien.« »Befreien?« »Einst haben die Menschen das Denken den Maschinen übertragen, in der Hoffnung, dass das sie befreien würde.« Doch stattdessen ermöglichte es nur anderen Menschen mit Maschinen, sie zu versklaven. »Du solltest keine Maschine nach dem Bild des Geistes eines Menschen fertigen«, zitierte Paul. Die Alte nickte. »So steht es in Butlers Dschihad und in der orange katholischen Bibel«, sagte sie. »Aber eigentlich sollte in der Okay-Bibel stehen, die eine Fälschung des menschlichen Geistes darstellt.« »Hast du den Mentaten in deinen Diensten studiert?« »Ich habe bei Tufir Hawat studiert.« »Der große Aufstand hat eine Krücke beseitigt«, sagte sie. »Er hat den menschlichen Geist dazu gezwungen, sich zu entwickeln. Schulen wurden ins Leben gerufen, um menschliche Gaben zu trainieren.« »Die Schulen der Bene Gesserit?« Sie nickte erneut. »Zwei wichtige Schulen aus jenen Tagen haben bis in die heutige Zeit überlebt.« Die Bene Gesserit und die Raumgilde. Soweit wir wissen, legt die Gilde die Betonung fast ganz auf Mathematik. Die Bene Gesserit erfüllen eine andere Funktion. Politik, sagte Paul. Kul Wahat, sagte die Alte. Sie warf Jessica einen strengen Blick zu. Ich habe es ihm nicht erzählt, Ehrwürden, sagte Jessica. Die Mutter wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Paul zu. »Das hast du mit bemerkenswert wenigen Hinweisen erkannt«, sagte sie. »Ja, Politik.« Die ursprüngliche Bene Gesserit-Schule wurde von jenen geleitet, die die Notwendigkeit einer gewissen Kontinuität in den menschlichen Angelegenheiten sahen. Sie erkannten, dass eine solche Kontinuität nur gewährleistet werden konnte, indem man menschliches Material von tierischem trennte, zu Zuchtzwecken. Mit einem Mal verloren die Worte der alten Frau für Paul ihre hervorstechende Klarheit. Er empfand einen Verstoß gegen das, was seine Mutter als seinen Instinkt für das Richtige bezeichnete. Aber es war nicht so, dass die ehrwürdige Mutter ihn anlog.
Offensichtlich glaubte sie das, was sie sagte. Es war etwas Tiefergehendes, etwas, das mit seiner furchtbaren Bestimmung zu tun hatte. Er sagte, aber meine Mutter hat gesagt, dass viele Bene Gesserit von den Schulen gar nicht wissen, von wem sie abstammen. Die Genlinien werden in unseren Archiven aufbewahrt, sagte die Alte. Deine Mutter weiß, dass sie entweder von Bene Gesserit abstammt oder dass das Genmaterial ihrer Vorfahren von sich aus akzeptabel war. Warum durfte sie dann nicht erfahren, wer ihre Eltern sind? Manche dürfen es erfahren und viele nicht. Es wäre zum Beispiel möglich, dass wir sie mit einem engen Verwandten paaren wollten, um eine Dominanz einer gewissen genetischen Eigenschaft zu erzeugen. Unser Handeln kennt viele Beweggründe. Einmal mehr spürt Paul einen Verstoß gegen das, was richtig war. Sie maßen sich einiges an, sagte er. Die ehrwürdige Mutter betrachtete ihn und dachte, habe ich da Kritik aus einem Tonfall herausgehört? Wir tragen eine schwere Bürde, sagte sie. Paul fühlte, wie der Schock der Prüfung langsam abebbte. Er maß die Alte mit einem gleichmütigen Blick und sagte, Sie haben gesagt, dass ich vielleicht der Kwisatz Haderach bin. Was ist das? Ein menschlicher Gom Jabbar? Paul, sagte Jessica, du darfst nicht in diesem Ton mit der... Ich regle das, Jessica, unterbrach sie die Alte. Also gut, Junge, weißt du von der Wahrsagedroge? Paul nickte. Man nimmt sie, um die Fähigkeit zum Aufdecken von Täuschungen zu verbessern, sagte er. Meine Mutter hat mir davon erzählt. Und hast du jemals die Wahrheitstrance beobachtet? Er schüttelte den Kopf. Gefährlich, sagte die Alte. Doch sie verleiht Einsichten. Wenn eine Wahrsagerin die Gabe der Droge erhält, kann sie an vielen Orten ihre Erinnerung schauen. In der Erinnerung ihres Körpers. Auf diese Weise verfolgen wir viele Wege in die Vergangenheit, aber nur weibliche Wege. Ihre Stimme nahm einen traurigen Ton an. Es gibt einen Ort, an den keine Wahrsagerin sehen kann. Er stößt uns ab, versetzt uns in Schrecken. Es heißt, dass eines Tages ein Mann kommen und durch die Gabe der Droge sein geistiges Auge entdecken wird. Er wird dorthin blicken, wo wir nichts sehen können. In weibliche wie auch in männliche Vergangenheiten. Der Kwisatz Haderach? Ja. Derjenige, der an vielen Orten zugleich sein kann. Der Kwisatz Haderach. Etliche haben die Droge... Die ehrwürdige Mutter schüttelte den Kopf. Sie haben es versucht und sind gestorben. Das war das erste Kapitel aus dem ersten Teil von Der Wüstenplanet. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr etwas sagen, kommentieren wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön.